Shalom, Shalom. Allerliebste Grüße aus dem wunderbaren Land Uganda am Äquator in Afrika. Sehr gerne wäre ich persönlich mit euch jetzt in Imst und wir könnten uns gegenseitig genießen, aber leider sind die Umstände nicht dementsprechend. Gott sei Dank haben wir Zoom und YouTubes. So, ihr Lieben, ihr wisst es, Pastor Daniel Exler und ich dieses Seminar gemeinsam machen über YouTube. Und ich werde 4 Botschaften geben und Pastor Exler auch 4 Botschaften. Und wir vertrauen, dass wir eure Herzen berühren. Wir vertrauen, dass ihr aus diesen 8 Botschaften wirklich eine neue Ermutigung bekommt für euer Leben in diesen Zeiten, in denen wir gerade sind. Und ich möchte heute sprechen über Glauben. Ihr Lieben, jahrelang habe ich mit dem Wort Glauben eine sehr wackelige Beziehung gehabt. Und das hat einmal ein Pastor in den USA mitbekommen. Und er hat dann zu mir gesagt, Maria, ich glaube, du hast noch nicht richtig begriffen, was Glaube wirklich heißt. Sagt er, darf ich dir eine Geschichte erzählen? In den USA hat ein Seiltänzer die ganze Woche für seine Samstagabendvorstellung zwischen 2 Hochhäusern trainiert. Ein Pensionist hat ihm zugeschaut. Und der Pensionist hat sich gedacht, nach 2-3 Tagen, der Kerl geht auf dem Seil sicherer wie ich auf einer Straße. Also den muss ich loben. Er hat ihn dann abgepasst und hat gesagt, also ich habe Sie die ganze Woche jetzt beobachtet, Sie werden eine fantastische Vorstellung haben am Wochenende, denn so sicher wie auf dem Seil sind, bin ich nicht auf der Straße. Dann sagt der Seiltänzer, danke für Ihre Ermutigung. Ich habe mir heute überlegt, ich möchte gerne über dieses Seil einen Schubkarren schieben. Würden Sie sich hineinsetzen? Er ist verstummt und hat gesagt, nein, danke, nein, danke. Er hat zwar gesagt, ich glaube, ja. Am Wochenende saß ein Junge in diesem Schubkarren und der Seiltänzer schob den Schubkarren über dieses Seil. Der Pensionist hatte fast einen Herzinfarkt, nur diese zu beobachten, und ist dann hingelaufen, wo dieser Junge dann wieder auf festen Boden kam und sagte zu ihm, du, hattest du nicht fürchterliche Angst? Sagt er, wovor? Er sagt, auf dem Seil da, in dem Schubkarren. Der Kerl saß ganz entspannt in dem Schubkarren. Sagt er, nein, ich habe keine Angst. Ja, wieso denn nicht? Sagt er, das war ja mein Papa. Und das ist die Frage, wem vertraust du? Wie ist der Gott, dem du vertraust? Kannst du es wagen, ihm voll und ganz zu vertrauen? Ist er wirklich besser und stärker und herrlicher und hält er mehr sein Wort als irgendetwas oder jemand auf dieser Welt? Ja, ihr Lieben, Glauben heißt, oder sagen wir so, unser Glaube ist so stark wie der Mensch oder das Objekt, in das wir unser Vertrauen setzen. Und ich glaube, da haben wir in unserer Sprache, sagt man doch oft, ich glaube, morgen regnet es. Was man wirklich sagt, ich bin mir nicht ganz sicher. Und dann wurde noch ein Wort geprägt und ich glaube, das ist aus der Hölle. Glauben heißt nichts wissen. Ihr Lieben, die Bibel sagt uns ganz was anderes. Die Bibel sagt uns in, sagen wir mal noch, in Hebräerbrief 11,3, oder fangen wir schon mit 11,1 an. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht, denn durch ihn haben die Alten Zeugnis erlangt. Und dann ist das ganze Kapitel über die Glaubenshelden. Das werden wir dann noch später lesen. Aber ihr Lieben, möchtest du nicht auch deinen Namen in dieser Ehrenhalle der Gläubigen haben? Wisst ihr, ich habe mal vor Jahren gehört, wie der Herr zu mir gesagt hat, Maria, bist du bereit,
dass ich in dir den Glauben von Noah freisetze. Dann habe ich gesagt, Herr, bitte lass mich ein bisschen nachdenken. Dann habe ich nachgedacht, der Noah, der hat 100 Jahre auf einem Berg ein Boot gebaut, wo weit und breit kein Wasser war. Ein Riesenboot und wurde 100 Jahre ausgelacht für seinen Glauben. Da habe ich gesagt, Papa, hast du nicht ein bisschen was Leichteres? Ja, aber inzwischen spüre ich, dass der Herr mich fast so lange hat warten lassen, bis ich das alles sehe, was Gott tut an Verheißungen, die er mir vor Jahren gegeben hat. Und jetzt erfüllen sie sich. Ihr Lieben, der Glaube, in Hebräer 11,6 heißt es, ohne Glauben aber ist es unmöglich, unmöglich, ihm, Gott, wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, muss, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Und da habe ich jetzt ein Buch geschenkt bekommen, weiß gar nicht mehr von wem, aber auf jeden Fall danke ich der Person sehr, die mir das geschenkt hat. Glaube wird dich siegreich machen, von Derek Gitzham. Und das habe ich jetzt fast schon ganz durchgelesen. Da möchte ich mit euch einiges teilen aus diesem Buch, denn ich habe noch nie ein Buch über Glauben gelesen, das mich so angesprochen hat, persönlich. Da steht es auch, ich glaube, dass Gott uns mehr offenbaren wird, wenn wir ihn suchen und uns in demütiger Anbetung und Liebe vor ihm ausstrecken. Und ich glaube außerdem, dass er denen, die nach ihm hungern und dürsten, noch mehr in den kommenden Tagen aufzeigen wird. Mein Gebet ist, dass viele nach der Lektüre des Buches ermutigt sind, die Zügel ihres Glaubens wieder selbst in die Hand zu nehmen und dafür gesegnet werden. Gott möchte, dass sein Volk gesegnet wird und er hat es unmissverständlich klar gemacht, dass Glaube allein die Garantie für diesen Segen ist. Also, meine Absicht ist, das Thema weniger theoretisch als vom Standpunkt der Hingabe zu betrachten. Ihr Lieben, Glaube ist nicht eine Theologie, auch nicht eine Theorie. Also wenn ich mein ganzes Leben in zwei Worte zusammenfassen müsste, was das Fundament meines Lebens ist, dann wäre es, vertraue mir. Ich bin in meinem Leben schon durch so viele Situationen gekommen, verschiedenster Art, in verschiedensten Kontinenten. Und immer hat Gott nur zu mir gesagt, vertraue mir, trust me, vertraue mir. Vertraue mir. Und immer, wenn ich meine Augen auf ihn gerichtet habe, bin ich wie dieser Junge im Schubkarren des Vaters ruhig gesessen und habe gesehen, wie Gott für mich kämpft und für mich arbeitet. Ja. Ich glaube, das Leben eines Glaubenden ist so stark, wie er Gott vertraut. Und damit du Gott wirklich hundertprozentig vertrauen kannst, musst du wissen, wie gut er ist. So bete doch, dass Gott dir eine Offenbarung schenkt über die Weite, Breite, Länge, Höhe, Tiefe seiner Liebe für dich. Und dann wirst du sehen, wird es dir leicht fallen, dein ganzes Vertrauen in ihn zu setzen. Und dann wird Glaube freigesetzt in dir. Im Hebräer 11,3 lesen wir, durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbarem entstanden sind. Also der Glaube spielt eine große Rolle. In seiner Einzigartigkeit sprach Gott die Welt in Existenz und schuf sie aus dem Nichts. Etwas, was Gott gerne tut, wie ich hinzufügen darf, nämlich aus dem Nichts etwas zu schaffen. Die Bibel ist voll mit Glaubensgeschichten. Wenn ich mir nur denke, wie Jesus in der Wüste gepredigt hat, und da waren, heißt es, 5000 Männer, einmal 4000 Männer, die Frauen wurden gerade gezählt und die Kinder waren bestimmt gleich viele Frauen und Kinder, also bestimmt 15.000 Menschen. Und die waren natürlich hungrig nach vielen Stunden.
Und er fragt dann einen der Jünger, was soll man denen geben? Und er denkt sofort, wie viel haben wir in der Kasse? Er denkt sofort an das, was er hat. Und er sagt, unmöglich. Und da ist ein kleiner Junge da. Und der hat ein, ich weiß nicht mehr genau, wie weit, aber ich glaube, 2 Fische und 3 Brötchen. Und die will er geben. Und der Philippus sagt, hör auf, das ist ja viel zu wenig, hau ab. Mit dem können wir nichts anfangen. Wisst ihr, das ist menschliches Denken, das ist logisches Denken. Jesus sagt, was will der Junge? Dann sagen sie zu ihm, der hat ein paar Fische und ein kleines Brötchen und der will sie uns geben. Sagt Jesus, gebt es mir. Und sie geben ihm diese Fischchen und diese Brötchen. Jesus nimmt sie in die Hand und segnet es. Und dann teilt er es aus. Der erste kriegt einen Kopf von dem Fisch. Der zweite kriegt den Mittelteil von dem Fisch. Der dritte kriegt den Schwanz von dem Fisch. Die Brötchen werden in kleine Stückchen gegeben und jeder Apostel, was vielleicht auch andere Jünger dabei, hat jetzt ein Stückchen Fisch gehabt, ein Stückchen Brot. Und dann sollten sie hinausgehen und die Tausenden füttern. Ihr Lieben, welches Gefühl hast du da? Da denkst du, ja, das ist ja idiotisch. Das passt ja nicht zusammen. Das kann nie funktionieren. Menschlich gesehen, nein. Logisch gesehen, nein. Aber im Gehorsam an den Auftrag Jesu Christi, dass sie gehen sollen und füttern sollen, kann man vorstellen, der Petrus hat mir gesagt, na, also zu den Erwachsenen gehe ich nicht, ich gehe mal zu den Kindern. Er ging zu den Kindern und sagt, Kinder, habt ihr Hunger? Ja, ja, haben sie alle geschrien. Backt er, hat nur ein Schwanzel gehabt und ein Stückchen Brot. Backt er das Schwänzchen von dem Fisch und wie er es loslässt, ist ein ganzer Fisch dran. Eieieiei, gibt er dem ersten einen Fisch und ein Brötchen dazu, ein ganzes Brötchen. Und dann nimmt er wieder nur ein Schwänzchen hier, nimmt er wieder das Schwänzchen und wieder sein Fisch dran. Und beim dritten Mal ist er schon kühn geworden. Hat er dauernd immer nur ein Schwänzchen gehabt und das hat er ausgeteilt. Und das kleine Brötchen wurde zu einem ganzen, zu einem großen Brötchen. Und wisst ihr, Gott tut Wunder laufen in unserem Leben. Und wir sind aber oft so stumpf, dass wir es nicht begreifen, wie Gott Wunder tut. Also Gott hat jetzt in den letzten Jahren in Mission für Afrika hier Wunder getan. Die haben alle unsere Erwartungen übertroffen. Am Abend mussten die noch die Überreste von dieser Brotvermehrung und Fischvermehrung sammeln. Und da kam es 12 Körbe. Und jeder musste dann noch mit einem schweren Korb Überreste nach Hause gehen. Damit sie kapiert haben, das war ein Wunder des Glaubens. Sie haben gehandelt aufgrund des Auftrages Jesu, dass sie jetzt gehen sollen und die Leute füttern, mit dem bisschen, was sie hatten. Und ihr Lieben, wie ich nach Afrika kam, habe ich geglaubt, das ist, ja, war wirklich ein Fass ohne Boden. Wie kann ich hier je etwas umsetzen? Ich habe gesagt, lieber Gott, lass mich nach Hause fliegen wieder. Und dann hat er gesagt, du bist nicht der Erlöser von Uganda. Wir schauen auf unsere Ressourcen, was wir können. Ihr Lieben, Glaube ist viel größer als deine Fähigkeiten. Und so, und da habe ich gesagt, Herr, was tue ich dann? Was soll ich machen hier? Und dann sagt er, nur jeden Tag, was ich dir sage. Und es war für mich ein Wunder und ist täglich ein Wunder, was Gott aus diesem kleinen Gehorsam macht. Ich stehe auf in der Früh und sage, Herr, was ist das Abenteuer mit uns beiden heute? Was hast du geplant für heute? Und dann gehe ich durch den Tag. Ich mache auch, ich mache auch Listen am Abend vorher. Aber auf der Liste schreibe ich dann immer unten hin, Herr, kannst du hinzufügen oder weglassen, wie du willst. Er hat die Regie. Und was er tut, was er geplant hat, ihr Lieben, da ist alles dabei. Die gesamte Versorgung, die gesamte Weisheit. Da ist alles dabei. Da kriegst du alle Gedanken, die du brauchst. Ja, also der hat so wenig gehabt. Ein paar Fischchen und ein paar Brötchen. Und da hat er bestimmt 15.000 Menschen gefüttert mit dem Kleinen. Und so will Gott, dass du und ich mit dem Kleinen, was wir sind und haben, hinausgehen und für die Welt eine herrliche, die Gegenwart Gottes manifestieren.
der Welt zeigen, wie die Größe unseres Gottes. So, er kann aus dem Nichts etwas schaffen. Wisst ihr, im Glauben können wir alles annehmen, was wir nicht verstehen. Da macht vieles nicht Sinn. Wenn ich mir alleine denke, wie Gott die Heiligen im Alten Testament, auch im Neuen Testament, wie er die geprüft hat, ob sie glauben. Wenn ich mir denke, ja, einmal der Noah, der da 100 Jahre ein Boot baut. Übrigens, er war ein Amateur und hat nur aufgrund der Anweisungen Gottes dieses Boot gebaut. Riesenboot. Und die Titanic wurde von Experten gebaut. Und von der hat man behauptet, dass sie nie untergehen wird. Welches Schiff ist untergegangen? Das von denen, die Stolz hatten auf ihre Leistung. Noah wurde ausgelacht, 100 Jahre, aber sein Werk konnte bestehen, weil es gebaut wurde im Vertrauen auf die Anweisungen Gottes. Also Gott schuf die ganze Welt durch sein gesprochenes Wort, sodass die Welt in Existenz kam. Mit anderen Worten, sie wurde durch Glauben erschaffen. Und das Leben im Glauben wird Gottes Pläne für unser Leben und dessen Sinn hervortreten lassen. Und das ist der Schlüssel zu allem, was Gott für die Menschen auf Erden getan hatte und tun wird, die ihm vertrauen und Glauben haben. Ja, und wer ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens? Jesus Christus. Denn der Glaube hat mit ihm begonnen. Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist sind alle Wesen des Glaubens. Unter sich üben sie den Glauben durch sich und mit sich aus, sprechen das Wort des Glaubens und haben diese erstaunliche Welt erschaffen, in der wir leben. Auf diesen Gedanken gehen wir dann noch später ein. Ja? Wisst ihr, Gott hat mich hier in Afrika gelehrt, im Glauben Dinge zu sehen und sie auszusprechen, bevor sie für das menschliche Auge noch sichtbar sind. In diesem Grundstück, in dem ich gerade sitze, das Gott mir gegeben hat, vor ziemlich vielen Jahren, als Geschenk von einem reichen Afrikaner. Ich musste nur für ca. 100.000 Euro Leute ausbezahlen, die sich hier niedergelassen hatten, aber keine Besitzer waren. Und da gibt es ein ungeschriebenes Gesetz in Uganda, dass man diesen Leuten dann so viel Geld geben muss, dass sie sich woanders gleichwertig niederlassen können. Und wie ich unterschrieben hatte, alle Papiere, bin ich draufgekommen, das ist ein Katastrophengebiet. Da haben jede Menge Zauberer hier gelebt. Bezahlte Mörder. Wenn du jemanden in Kampala, ca. 40 Kilometer weg von hier, nicht leiden konntest, musst du nur daherkommen, das Geld geben, ein Foto, die Adresse, am nächsten Tag war die Person weg und keiner wusste wie. Und die haben auf meinem Grundstück gelebt. Ihr Lieben, ich war verzweifelt, habe gesagt, lieber Gott, wieso hast du mich nicht gewarnt? Ist ein Katastrophengebiet. Sagt er, nein, Maria, gib ihm einen neuen Namen. Sag ich, welchen Namen soll ich ihm geben? Das ist eine Katastrophe. Sagt er, nein, gib diesem Land den Namen Gloryland, Herrlichkeitsland. Und wie ich das hörte von Gott, Gloryland, ging bei mir ein Licht auf. Plötzlich haben meine Augen nicht mehr dieses unwahrscheinlich gefährliche Gebiet gesehen. Keiner wollte hier in der Nacht gesehen werden. Es war so gefährlich. Sondern ich habe es gesehen mit den Augen Gottes. Herrlichkeitsland. Und heute ist es ein Herrlichkeitsland. Und Gott hat mir bisher alles Gebiete gegeben, die sehr, sehr dämonisch besetzt waren. Und heute sind es die herrlichsten Gebiete. Mit der Gegenwart Gottes, die für jeden spürbar ist. Ihr Lieben, Gott möchte, dass wir durchbrechen in ein Leben des Glaubens, aus einem Leben des Schauens. Okay? So, Leben im Glauben wird deine und meine Welt ebenso erschaffen, wie Gott diese Welt erschaffen hat. Unser Vertrauen in ihn sowie unser bedingungsloser Glaube legen die Art und Weise fest, in der wir in der Welt leben. Es ist wahr, dass nur der Gerechte im Glauben leben wird. Und wenn ich im Glauben leben kann,
dann ist der Glaube Leben. Amen. Ja, jetzt möchte ich gern mit euch zu der Ruhmeshalle des Glaubens gehen. Und zwar ist es im Hebräer 11 ein unwahrscheinlich wunderbares Kapitel. Ich vertraue, dass ich auch einmal da hineinkomme in diese Halle der Glaubenshelden. Ich fange jetzt an mit Vers 1 im Hebräer 11. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Denn durch ihn haben die Alten Zeugnis erlangt. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass das Sichtbare nicht aus Erscheinendem geworden ist. Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als der Kain, durch welchen Glauben er das Zeugnis erhielt, gerecht zu sein, indem Gott Zeugnis gab zu seinen Gaben. Und durch diesen Glauben redete er noch, obgleich er gestorben ist. Wisst ihr, der Kain und der Abel haben ein Opfer dargebracht. Der Kain hat ein Opfer von seiner Hände Arbeit geleistet. Er hat Gaben des Feldes geopfert und Abel hat ein Tier geschlachtet. Und da war schon darin der Glaube, dass Blut vergossen werden muss zu unserer Versöhnung. Durch Glauben wurde Henoch entrückt, sodass er den Tod nicht sah. Und er wurde nicht gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor der Entrückung hat er das Zeugnis gehabt, dass er Gott wohlgefallen habe. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Weiter. Durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung über das, was noch nicht zu sehen war, empfangen hatte, von Furcht bewegt, eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch ihn verurteilte er die Welt und wurde Erbe der Gerechtigkeit, die nach dem Glauben ist. Durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme. Ja, ihr Lieben, ich kenne das Gefühl. Gott hat mich nach Afrika gerufen, ohne dass ich wirklich wusste, was er mit mir vorhat. Da wirst du von allen verrückt erklärt. Als Gott mir gesagt hat, geh nach Afrika als Segen, und ich das dann meinen Freunden und Familie kundgetan habe, haben sie gesagt, die müssen wir einsperren. Die hat ihren Verstand verloren. Die weiß gar nicht, was sie dort tun wird. Sie weiß gar nicht, wozu sie noch haben. Ja, als Segen, hat sie gehört, als Segen. Jetzt, wo die Krankheiten anfangen. Und keine medizinische Versorgung in Afrika. Ihr Lieben, ich habe gesagt, ich gehe nicht in Opposition gegen euch nach Afrika. Ich gehe im Gehorsam mit Gott. Er ruft mich und ich gehe nach Afrika. Und wenn ich zu Fuß hin muss, ich muss nach Afrika. Und da möchte ich euch sagen, das ist eine Überzeugung einer Berufung. Mich hat einmal jemand gefragt, wie weiß man, wozu man berufen ist? Dann habe ich gesagt, du kannst nicht anders als. Du musst das tun, was Gott dir vorzeigt. Und da lese ich jetzt aus dem 1. Mose 12, Vers 1. Und der Herr sprach zu Abraham. Abraham hieß er vorher. Das H kam später. Das H steht für Heiliger Geist. Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen. Und ich will dich segnen. Und ich will dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Ihr Lieben, das war eine Herausforderung für den Abraham. Alles zu verlassen. Haus seines Vaters, dann seine Verwandtschaft und sein Land. Und jetzt kann ich mir vorstellen, wie der Abraham zu seiner Frau kam und sagt, Sarah, pack alles zusammen, wir ziehen hier weg. Und dann hat sie wahrscheinlich gefragt, wohin gehen wir? Er sagt, da weiß ich noch nicht.
Ja, und wie lange sind wir weg, weiß ich auch nicht. Ihr Lieben, die Sarah musste auch Glauben beweisen, dass sie glaubt, was ihr Mann gehört hat von Gott und ihm dann gehorcht. Und sie hat gehorcht. Und Abram ging hin, wie der Herr es zu ihm geredet hatte. Und Lot ging mit ihm. Abram war 75 Jahre alt. Ich war 60, wie er mich nach Afrika gerufen hat, wo jeder geglaubt hat, schon zu spät im Leben, als er aus Haran zog. Und Abram nahm seine Frau Sarai und Lot, den Sohn seines Bruders, und all ihre Habe. All ihre Habe. Sie sind ausgezogen mit der Absicht, nie mehr dorthin zurückzukehren. Und um in das Land Kanaan zu gehen, und sie kamen in das Land Kanaan. Und Abram durchzog das Land bis zur Stätte von Sichtem, bis zur Terebinte More und so weiter. Aber wisst ihr, ich habe auch den Herrn vor einigen Monaten gefragt, Herr, wieso segnest du mich so? Ich muss euch sagen, ich bin so gesegnet und so dankbar. Gott erfüllt mir Wünsche, die ich nie für möglich gehalten hätte. Und dann habe ich gesagt, warum? Und hat er gesagt, du hast das Gleiche gemacht wie Abraham. Du hast dein Land verlassen, deine Verwandtschaft und das Haus deines Vaters. Und du bist nach Afrika gegangen, ohne zu wissen, was ich mit dir dort plane. Du wusstest nur als Segen. Du bist gegangen und jetzt habe ich dich zum Segen gesetzt. Und ihr Lieben, da kommst du vom Staunen nicht heraus, was Gott tut, wenn du bedingungslosen Gehorsam in seine Worte gibst, um den Auftrag zu erfüllen, den er in deinem Leben mit dir hat. Und die ganze Welt wurde gesegnet durch Abraham. Und ich erwarte mir auch noch einen Segen. Ich erwarte mir eine Endzeiternte von Millionen Menschen, die wir noch ins Reich Gottes bringen können. Ja. Also Gott hat Abraham ganz klare Anweisungen gegeben, hat seinen Plan gesagt. Und er hat ihm auch schon gesagt, dass er ihn zum Segen machen wird. Und zwar nicht nur für sich selbst, sondern für die ganze Welt. Ja. Auch ein Saulus auf der Straße nach Damaskus, als Jesus ihn ansprach und er fragte, wer bist du, Herr? Und er spürte, das ist eine Stimme, die Autorität hat. Wir wissen nicht hundertprozentig, ob Gott sowohl in Abraham als auch in Paulus etwas hervorbrachte, während sie zuhörten. Und ob beim Zuhören der Glauben kam, so wie es Paulus später in Römer 10, 17 und in Galater 3, 5 zum Ausdruck bringt. Durch die Verkündigung vom Glauben. Ja. Ich habe so viele erlebt, ich habe auch mit meinen Kindern, wisst ihr, Kinder haben oft ganz große Probleme, an sich zu glauben. Meine Tochter wollte nicht Mathematik lernen, weil sie sagte, das kann ich nicht, Mama. Dann habe ich zu ihr gesagt, Schatzi, in dir wohnt Jesus Christus. Der hat diese ganze Welt erschaffen. Das ist der größte Mathematiker der Welt. Er hat alle Prinzipien geschaffen und der lebt in dir. Glaubst du nicht, dass die paar mathematischen Probleme, die du in der Schule hast, dass er dir die Gnade gibt, die zu lösen? Inzwischen ist sie sehr gut geworden in Mathematik, weil sie Glauben bekommen hat, dass Jesus in ihr alle Lösungen bereits hat. Und so, ihr Lieben, wir kommen nur weiter, wenn wir unseren Glauben in das Allerbeste setzen, das es auf der Welt gibt. Und das ist Gott selbst. In seine Worte, in seine Verheißungen. Aber es gibt dann auch noch eine Wartezeit, okay? Bevor Gott Abraham die siebenfachen Segnungen in Kapitel 12 zusprach, teilte er ihm vier Dinge mit. Geh hinaus aus dem Land, aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters. Und dann, als viertens, in das Land, das ich dir zeigen werde. Danach erst kamen die sieben Verheißungen, sodass da ging Abraham, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Im 1. Mose 12, 4, die Aussage, die diesen Vers liegt, deutlich auf der Hand. Abraham zögerte nicht. Er ging fort. Was dabei klar war, ist, dass Abraham wusste, dass dies eine Anweisung Gottes war
und gleichzeitig seine Berufung. Wir sind dazu ausersehen, Anweisungen zu befolgen, denn ohne diese sind wir nicht unter Gottes Kontrolle, sondern unter unserer eigenen. Abraham wusste von Anfang an, dass ihn Gott zu einem Leben im Glauben berufen hatte und dass Gott ihn anleiten würde, denn die Worte, die Gott zu ihm gesprochen hatte, waren dafür Beweis. Wie traurig, wenn wir zögern, Gott zu vertrauen und nur widerwillig im Glauben leben und wandeln. Wir fangen dann auch an zu fragen, ob Gott denn wirklich unser Leben in der Hand hat und der Herr in jeder Situation ist. Dann nehmen wir die Angelegenheiten selber in die Hand und am Ende sind wir völlig überrascht und verwirrt, wie sich die Dinge um uns herum entwickeln. Nur im Glauben ist das Leben, muss das Leben und wird das Leben sein. Ja, und wisst ihr, es ist nicht nur ein Einmal, jeder Tag ist ein Tag des Glaubens. Gott hat jeden Tag gute Werke vorbereitet für dich und mich. Du musst dir gar nichts einfallen lassen. Ich werde noch darauf zurückkommen. Wisst ihr, wir haben jahrelang gebetet, dein Wille geschehe, dein Reich komme, wie im Himmel so auf Erden. Das haben wir gebetet. Und das wäre auch das Ziel Gottes. Er will auf dieser Welt sein Reich bauen. Und dann sind wir heraus aus dem Gottesdienst und haben innerlich gedacht, ich, mich, meiner, mir, Herr, segne doch uns vier. Und wir haben unsere eigenen Königreiche unabhängig von Gott gebaut. Und jetzt bringt Gott uns eine Schnellbremsung in die ganze Welt, um zu erkennen, wo ist mein Fundament? Wo ist mein Glaube? Wer ist meine Sicherheit? Wo ist meine Sicherheit? Wer hat mein Leben in der Hand? Und ich habe, wie dieser Coronavirus kam, habe ich gebetet und gesagt, lieber Gott, wir haben keinerlei Anteil an diesem saublöden Coronavirus, von dem ich glaube, dass er von Menschen gezüchtet wurde in Labors. Ich bin dessen sogar sicher. Und hauptsächlich war er für Afrika bestimmt, um die Bevölkerung in diesem Kontinent zu reduzieren. Ich sage, Herr, wir haben nichts damit zu tun. Bitte straf uns nicht dafür. Nimm das ganze Werk mit allen Mitarbeitern, mit allen Familien, mit allen Häusern, mit allem, was du hier in Vision für Afrika zusammengebracht hast. Bring uns alle auch mit allen Sponsoren in Europa, mit ihren Familien. Bring uns in eine Gnadenblase, in eine Blase von Gunst und Gnade und mach uns unsichtbar für den Feind. Und ihr Lieben, wir können berichten, dass Gott es tut und getan hat. Wir leben wie die Maden im Speck. Ich habe über 1000 Mitarbeiter mit 4 Headquarters, 4 Hauptsitzen und ich konnte alle unsere Mitarbeiter durch diese ganze Zeit jetzt durchzahlen, ohne eine Verringerung ihres Gehaltes. Und sie sagen alle, wir spüren, Gott hat seine Hand auf diesem Werk. Und das ist für wichtig, dass die Menschen, die hierher kommen, spüren, hier ist Gott am Werk. Sie kommen auch oft und sagen, also Maria, das kannst du nicht geschaffen haben. Sage ich, bingo, das ist das Werk Gottes. Ich mache nur jeden Tag, was er mir zeigt. Und ich bin selber überrascht, was er mit dem bisschen Gehorsam, das ich ihm geben kann, jeden Tag nur, ihm zu vertrauen. Immer wieder sagt er, vertraue mir, vertraue mir. Wenn Angst kommen möchte, wenn Zweifel, wie können wir das bezahlen, sagt er immer wieder, Maria, vertraue mir, vertraue mir, vertraue mir. Also, langsam habe ich es kapiert, okay? Ja, und es gibt einen Glaubensgehorsam, nämlich Gott aus Vertrauen zu gehorchen und eben nicht, weil man verstanden hat, worum es geht. Viele von uns möchten immer wissen, warum sie gehorchen sollen, bevor sie gehorchen. Im Johannesevangelium 7,17 heißt es, wenn jemand seinen Willen tun will, wird er erkennen, ob diese Lehre von Gott ist. Oder ob ich aus mir selbst rede, sagt Jesus. Die Antworten erfolgen erst nach unserem Gehorsam.
Wisst ihr, meine Familie hat geglaubt, ich gehe das größte Risiko ein, nach Afrika zu gehen, ohne finanziellen Hinterhalt, ohne eine Vision, ohne Menschen kennen, die sehr betucht sind. Und ich habe nur gesagt, aus dem Glauben, Gott wird mich so segnen, dass ihr mit dem Schauen nicht nachkommt. Das war rein von hier, nicht von hier. Und Gott hat gesegnet und ist beim Segnen. Und er sagt mir dauernd jetzt, alles hier, was wir schon gemacht haben, und wir sind jetzt das größte Werk in Uganda, Gott sei gedankt, ist erst ein kleiner Anfang von dem, was Gott geplant hat, durch Vision für Afrika. Und jetzt kriege ich immer wieder E-Mails und WhatsApps, Mama Maria, dein Werk heißt Vision für Afrika. Jetzt habe ich von Nigerien, von Sambia, von Ruanda, von Kongo. Alle haben sich geschrieben, Mama, du musst kommen, wir sind auch Afrika, Vision für Afrika. Und Gott hat mir gesagt, ich soll warten mit diesem, dass wir in andere Nationen gehen, bis wir hier auf eigenen Füßen stehen. Und da sind wir gerade dabei. Wir kaufen ganz viel Land, das uns angeboten wird. Die Leute fragen mich immer, wie hast du das wieder gefunden? Sage ich, ich finde gar nichts. Es findet alles mich. Gott ist der Chef in diesem Werk. Er ist der Initiator und wir folgen ihm nach. Wisst ihr? Viele Menschen wollen Gott dienen, aber in einer, ja, sie wollen ihm die Anweisungen geben. Sie wollen ihm den Auftrag geben, den sie wollen. Nein, Gott möchte nicht, dass wir Gott in den Griff bekommen, sondern dass er uns in den Griff bekommt. Und wenn Gott dich einmal in seinem Griff hat, ich sage dir, dann geht die Post ab. Ja. Und dann übernimmt Gott deine Führung in so einer wunderbaren Weise, dass du selber vom Staunen nicht mehr herauskommst. Und so geht es mir. Wisst ihr, Gott hat mir Prophetien gegeben. Wo ich wirklich, wenn ich logisch gedacht hätte, gesagt hätte, unmöglich, unmöglich. Aber Paulus schreibt, dass er das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Was Gott dir verspricht, was Gott dir verheißt, das vermag er zu tun und das will er auch tun. Und er will seinen Namen groß machen. Und das kann er nur mit Menschen, die ihm mehr vertrauen als ihrer Logik. Im Johannes 17,3 heißt es, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Wahrer Glaube führt uns in die Erkenntnis von ihm. Das garantiert Gott jedem von uns, wenn wir danach trachten, ihm jetzt und heute zu gefallen, zu vertrauen. Amen. Ja, und da ist es jetzt eben wichtig, dass wir in dem Kapitel 11 vom Hebräerbrief erkennen, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Das fordert uns natürlich heraus und da kann man nichts mehr beweisen. Da kann man nicht, wie soll ich sagen, logisch denken. Wenn ich mir denke, ein Petrus, der war ein Fischer, lebenslänglich, der kannte das Element Wasser hundertprozentig. Und dann sagt ihm Gott, er soll aus dem Boot heraussteigen und zu ihm kommen. Jesus spaziert am Wasser daher, was auch total unlogisch ist. Jetzt sagt er zum Petrus, steig aus dem Boot und komm zu mir. Der Petrus, Gott sei Dank, hatte schon so viel Vertrauen in Jesus, dass er sich aufgrund seiner Anweisung und seines Wortes wagen darf, auf das Wasser zu steigen. Denn wenn er logisch gedacht hätte, als Fischer, hätte er müssen sagen, Herr Jesus, gell, ich bin jetzt jahrelang Fischer, aber Wasser trägt nicht, da geht man unter. Aber er hat nicht seiner Logik geglaubt, sondern hat dem Wort Jesu gehorcht. Stieg aufs Wasser, aus dem Boot. Und er ging auf diesem Wasser wie auf einer Asphaltstraße, bis er anfing, seine Augen von Jesus wegzunehmen und auf die Wolken zu schauen. Und er fing an zu sinken. Ihr Lieben, gerade in unserer Zeit, wenn wir auf die Problematik dieser Zeit schauen, wenn wir auf die
ja, auf die ganzen Medien schauen, dann fangen wir an zu sinken. Ich habe neulich eine Statistik gesehen, dass die Selbstmorde in vielen Ländern höher sind als die Sterberaten. Menschen, die einfach keine Hoffnung mehr haben, die keinen Sinn mehr sehen, die kein Fundament haben. Aber andere, wisst ihr, ich habe von Anfang an gebetet, Herr, lass uns wie die drei Jünglinge im Feuerofen tanzen mit dir, trotz der heißen Umstände. Ich bete für das ganze Werk, dass wir aufstehen und erkennen, dass wir Joshuas sind, Kalebs, dass wir wie die Jünglinge im Feuerofen sind, dass wir Daniels sind, eine Königin Esther, dass wir Menschen sind, die Gott mehr vertrauen, die auf ihn schauen, die nicht von einer Sprache der Angst hypnotisiert werden, sondern die von einer Sprache des Glaubens aus dem Wort Gottes auf dem schmalen Weg gehen. Wisst ihr, Furcht auf Englisch heißt Fear. Das ist F-E-A-R. False Evidence Appearing Real. Das heißt, falsche Tatsachen erscheinen uns als real. Ich habe noch nie eine Zeit erlebt wie diese in meiner Lebenszeit, wo falsche Tatsachen so real erscheinen und die Menschen wie hypnotisiert sind. Ihr Lieben, schaut nicht auf diese falschen Tatsachen, sondern lebt im Glauben. Faith heißt Glauben im Englischen. For, das ist, wird geschrieben F-A-I-T-H. For all I trust him. Das heißt, für alles vertraue ich ihm. Ja. Und das Endergebnis, was Glauben verursachen soll, ist eine tiefe Liebesbeziehung mit Gott, die nur durch Vertrauen zu ihm ermöglicht wird und konsequenterweise daherkommt, dass ich Gott kenne. Wenn Glaube an Gott nicht aufzeigt, was Gott für mich bedeutet, dann ist das falscher Glaube. Das wäre dann ein Glaube an die Dinge, die Gott für mich tun kann, aber nicht ein Glaube an Gott selbst. In 1. Petrus 1, 21 lesen wir, damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet seien. Nicht auf die Dinge, die er für uns tun kann. Viele sind enttäuscht, wenn das nicht eintritt, was sie von Gott erwarten. Oder hätten sie bedingungslosen Glauben an ihn, würde es ihnen damit gut gehen. Denn ihr Glaube wäre dann im festen Grund gebaut, eben auf Gott selbst und nicht auf das, was er für uns tun kann. Im 2. Korinther 4, 18 lesen wir von dem Unsichtbaren. Da wir nicht auf das Sichtbare sehen. Wir hören und sehen, wir sind heutzutage zu sehr von dem, was wir hören und sehen, beeinflusst. Einer meiner Freunde nennt das Sklaven des Sichtbaren. Unsere Denkweise wird durch Radio, Fernsehen, Werbung, Zeitungen so geprägt, dass wir nur an das glauben, was wir sehen. Paulus sagt uns, dass wir in diesen Dingen, egal ob sie gut oder schlecht sind, wegschauen. Wir sollen mit Augen des Glaubens alles wahrnehmen. Ja, und wenn wir das bewusst praktizieren, dann tritt unsere Beziehung zu Gott zutage. Wisst ihr, im Psalm 27, 4, eines erbitte ich von dem Herrn, nach diesem will ich trachten, dass ich bleiben darf im Haus des Herrn mein ganzes Leben lang, um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und zu suchen in seinem Tempel. Und dann heißt es im 2. Korinther 3, 18, wir werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Hier erkennen wir, dass es sich dabei um einen fortlaufenden Vorgang handelt, den Gott noch nicht abgeschlossen hat. Und die Veränderung, die wir dabei erleben, ist die Heiligung. So, jetzt möchte ich etwas sagen. Wenn wir Jesus aufnehmen in unser Leben, dann kommt der Heilige Geist in unseren Geist. Aber unsere Seele ist davon noch nicht berührt. Das ist unser Denken, unser Wille und unser Fühlen. Und diese drei Gebiete unserer Seele sind oft sehr besetzt von vergangenen Erfahrungen und Erlebnissen. Und da will der Heilige Geist uns frei machen. Wisst ihr, wir sollen so frei sein in unseren Gedanken, dass wir so denken, wie Gott denkt.
sodass das Sichtbare uns nicht mehr irritieren kann, sondern wir denken so, wie Gott denkt. Für ihn ist nichts unmöglich. Unsere Emotionen sollen so sein, dass wir uns freuen, wo Gott sich freut, und zornig werden, wo er zornig wird. Unser Wille, Gott will nicht unseren Willen brechen, er will unseren Willen freisetzen, dass wir seinen Willen tun. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und das haben wir leider 2000 Jahre jetzt verpasst. Ja, wisst ihr, was wir im Natürlichen nicht sehen können, nämlich wozu Gott auf der Erde war. Er kam, damit wir ihn kennenlernen, ihm vertrauen und ihn lieben. Glaube ist lebensverändernd. Er verändert unsere Denk- und Sichtweise. Paulus beschreibt in Römer 12,2 etwas anderes, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Das ist der beste Weg, unsere Denkweise so zu verändern, dass wir im Glauben an Gott und sein Wort bleiben und diesem Wort zugestehen, uns zu dem zu machen, wofür wir vorgesehen sind. Glaube ist eine ganz andere Dimension wie das Sichtbare. Glaube funktioniert im Unsichtbaren. Und dazu müssen wir wissen, wie gut Gott ist und wie sehr er dich liebt. Gott hat unwahrscheinlich gute Pläne für dich und für mich. Und wo die Finsternis sehr stark ist, ist das Licht extra stark. Ja. Jesus sagt uns in Johannes 12,36, solange ihr das Licht habt, glaubt an das Licht, damit ihr Kinder des Lichtes werdet. Das ist die wahre Bedeutung des Glaubens, das zu werden, was wir glauben. Die Bibel sagt, wie der Mensch denkt, so ist er. Wie denkst du von dir selbst? Das war ein jahrelanger Prozess, damit ich mich so sehe, wie Gott mich sieht. Ein jahrelanger Prozess. Und heute weiß ich, Gott liebt mich. Er sieht mich schon als vollendetes Werk. Er hat mir gesagt in Hohenlied der Liebe 4,7, dass ich sein Liebling bin und er an mir keinen Fehler sieht. Ihr Lieben, da habe ich geweint und gesagt, Herr, ich kann dir aber helfen. Er sagt, da brauche ich nicht. Ich sehe dich mit den Augen meines Sohnes. Ja, da sind noch viele andere Sachen, die Gott mir gesagt hat. Und manche von euch würden glauben, ich bin verrückt. Aber ich bin verrückt. Aus der Dunkelheit bin ich herausgerückt in das Licht. Amen. Okay. Die wahre Beziehung des Glaubens ist, das zu werden, was wir glauben. Ich glaube, dass ich ein geliebtes Kind Gottes bin, dass ich eine Prinzessin bin, dass ich eine Braut Jesu Christi bin. Und da geht es nur, das geht nur in einer Beziehung zu Gott. Gott zieht uns im Laufe der Tage und Jahre immer näher zu sich, damit wir wahre Männer und Frauen des Glaubens werden, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit verändert werden, umgewandelt werden durch die Erneuerung unseres Geistes und auf die Dinge sehen, die wir nicht sehen können und nicht auf die, die wir sehen können. Wahrer Glaube ist ein Leben, das darauf wartet, gelebt zu werden. Gott wartet auf dich, dass du ihm mehr vertraust als allen Umständen. Allen Umständen. Und wisst ihr, im Römerbrief steht, alles aber, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Alles. Im 2. Timotheus 1,12 steht wieder, denn ich weiß, an wen ich glaube. Das wahre Wissen um Gott ist das Ergebnis von kontinuierlichem Glauben. Du musst glauben, dass Gott dich liebt, dass Gott einen Plan hat für dich, dass Gott jeden Tag deine Haare zählt. Ja, sag bitte, wenn er deine Haare zählt, glaubst du nicht, dass er dann alles andere auch im Griff hat? Wie wichtig ist es, dass er deine Haare, die Zahl deiner Haare kennt? Unmöglich. Und ihr Lieben, Glaube muss zum Empfangen führen. Ja, ich möchte jetzt noch darüber sprechen, wie Paulus uns den Glauben ganz klar macht. Wisst ihr, vor Pfingsten,
Also solange die Jünger mit Jesus gegangen sind und aus ihrem eigenen Vermögen gelebt haben, waren sie Feiglinge. Der Petrus hat Jesus verleugnet. Dreimal sogar, obwohl er vorher gesagt hat, mich wirst du praktisch nicht los. Aber nachdem der Heilige Geist ausgegossen wurde, der gleiche Geist, der in Jesus tätig war, aktiv war, da sehen wir eine totale Veränderung. Da sehen wir, wie Paulus eine Predigt hält und Tausende sich bekehren. Da sehen wir eine Kühnheit, die wir vorher nicht erlebt haben. Also, wir brauchen einen lebendigen Glauben, einen lebendigen Glauben. Und zwar einen Glauben, der von Kraft zu Kraft geht, der immer stärker wurde. Im Galater 3,23 wurden wir verschlossen auf den Glauben hin, der geoffenbart werden sollte. Das war noch unter dem alten Bund. In Vers 25 schreibt er dann, nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Lehrmeister. Die Offenbarung des Glaubens war der Beginn des neuen Bundes. Und nur durch das Empfangen des Heiligen Geistes am Pfingsten ermöglicht worden. Zuletzt schreibt Paulus in Vers 26 vom Galater 3 des gleichen Kapitels, denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Gemäß dem Apostel ist Glaube an Jesus Christus nur möglich, wenn wir in ihm leben und in ihm bleiben, dann fahren wir fort, den Glauben des Sohnes Gottes zu haben. Und für mich ist jahrelang schon Galater 2,20 zur Kernschriftstelle meines Lebens geworden. Da steht, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe nicht mehr ich. Aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, in diesem Körper, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. Es heißt sogar in manchen Übersetzungen, im Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Wenn wir diesen Vers näher untersuchen, stoßen wir auf einige erstaunliche Wahrheiten, die uns zu einem weit größeren Verständnis des Glaubens führen können, als wir es je hatten. Wisst ihr, wir sind alle geboren mit einer Natur Satans. Und da braucht es eine neue Geburt in unserem Geist. Und wenn wir das Leben durch Glauben und alles, was es enthüllt, kennenlernen wollen, dann muss uns auch der Tod unseres alten Lebens bewusst werden. Ich glaube, um einen richtigen Durchbruch in ein Leben des Glaubens zu bekommen, musst du mal erkennen, dass du eine absolute Null, ein absoluter Versager in deiner eigenen Kraft bist und bleibst. Und erst ein Leben der Fruchtbarkeit, ein Leben der Kraft, ein Leben der Wunder leben kannst, wenn dein Ich-Leben, dein altes Ich-Leben gekreuzigt wird mit Jesus. Das heißt nicht, dass du jetzt nicht neu auf dem Kreuz lag, sondern dass du erkennst, du bist mit Christus gestorben. Möchte ich euch von mir erzählen, ich war ein sehr starker Ich-Mensch. Ich wurde erzogen, du kannst alles, wenn du nur willst. Und das habe ich trainiert, jahrelang. Mir ist sehr viel gelungen, sehr viel. Ich konnte die Leute schon sehr beeindrucken, was ich für ein guter Mensch bin. Aber innerlich war ich einsam, innerlich war ich leer. Ihr wisst meine Geschichte, wenn ihr mein Buch gelesen habt. Ich habe geglaubt, man kann Gott nur mit guten Werken erreichen und befriedigen und dazu bringen, dass er uns liebt. Und es ist reine Selbstgerechtigkeit. Ihr Lieben, selbst ist das größte Problem im Reich Gottes für unsere Fruchtbarkeit. Es geht nicht um unser altes Ich, es geht um unser neues Ich. Und das ist Christus in uns.
Und Paulus, und dann habe ich, ja, wo ich Kinder auf Mutter konnte nie Nein sagen. Je alles, was über jede Not war, meine Verpflichtung. Und also ich war wirklich am Ende. Und da ist es mir passiert, dass ich mich um 3 Uhr früh im Wohnzimmer, das Licht hat gebrannt, mit meinen Kleidern am Wohnzimmerboden fand. Und ich denke mir, um Gottes Willen, wie komme ich da hin? Und mir wurde bewusst, mir gehen die Sicherungen durch. Ich verliere Kontrolle. Und ihr Lieben, das ist das Schlimmste für den westlichen Menschen, Kontrolle zu verlieren. Wir wollen alles im Griff haben. Aber solange du alles im Griff hast, kann Gott dich nicht in den Griff bekommen. Gott möchte dich in den Griff bekommen. Und wie ich da aufwachte, habe ich gedacht, so, jetzt muss ich mehr tun. Ich tue zu wenig für Gott. Da bin ich nur jeden Tag in die Frühmesse gelaufen und habe dann 9 Kinder gehabt, 3 Babys. Wisst ihr, ich habe einen Willen gehabt, einen eisernen. Und am Karfreitag finde ich mich wieder im Wohnzimmer, auf dem Teppich, mit meinen Kleidern an, um 3 Uhr früh. Meine ersten Worte waren, Herr, ich streng mich ja so an. Er hat gesagt, ja, du bist sehr anstrengend. Das war der letzte Todesstoß in meine selbst gebastelte Erlösung. Und ihr Lieben, dann wusste ich überhaupt nicht mehr, wer ich bin. Meine alte Identität hat angefangen zu bröckeln wie noch nie. Ich wusste, ich glaubte, bis dorthin mit guten Werken kann ich Gott beeindrucken. Und er wollte nicht meine guten Werke, er wollte mich. Und ich konnte mir nicht vorstellen, was er mit mir machen möchte. Und dann kam es dazu, ich habe ja 9 Kinder gehabt, die ich sehr geliebt habe und mit denen wollte ich den Rest meines Lebens verbringen. Und dann hat Gott gesagt, ich soll jedes Kind auf den Altar legen und ihm wieder zurückgeben. Und ich bin mir vorgekommen wie Abraham. 9 Kinder musste ich auf den Altar Gottes legen, eins nach dem anderen und loslassen. Und wie das letzte Kind dort war, ich habe geweint. Diese Kinder waren mein Leben. Die waren für mich eine Lebensberechtigung. Und wie das letzte Kind auf dem Altar war, sehe ich, wie Jesus in meinem Zimmer steht. Also das Kreuz steht in meinem Zimmer. Jesus hängt am Kreuz und ich stehe mit meiner Schürze, damals haben wir noch Schürze getragen, unter dem Kreuz. Und zum ersten Mal habe ich begriffen, dass meine Schuld genug gewesen wäre, um Jesus zu kreuzigen. Denn bis dorthin, ich war ja ein braver Mensch, ich habe mich ja angestrengt, ein braver Mensch zu sein. Ja. Bis dorthin habe ich geglaubt, Jesus musste nur für die bösen Menschen da draußen sterben. Aber für mich hätte man eine andere Lösung finden können. Und in der Stunde habe ich erkannt, dass in dem Schurz war meine ganze Selbstgerechtigkeit, mein Stolz. Ich sage es euch, es war erschüttert. Ich habe gesagt, Herr. Und der Herr Jesus sagt, öffne den Schurz. Ich habe gesagt, Herr, das tut dir jetzt wahnsinnig weh. Ich wollte Jesus nie wehtun. Ich sagte, Maria, deshalb bin ich hier. Und dann habe ich den Schurz geöffnet. Es war wie ein Magnet, kam meine ganze, ja, mein Unglaube, mein Stolz, meine Selbstgerechtigkeit auf Jesus. Und ich sah, wie er unter dieser Last litt. Und dann schaute ich auf mich und ich stand mit einem schneeweißen Kleid vor dem Kreuz. Und ich wusste nicht nur meine Sünde, die ich bezeichnen konnte, ja, Angst vor Gott und Selbstgerechtigkeit und Stolz. Nicht nur das kam auf Jesus, sondern mein alter Mensch. Ich wusste, jetzt habe ich einen Austausch erlebt. Mein sündiger Mensch kam auf Jesus und Jesus hat mir seine Gerechtigkeit gegeben. Und ihr Lieben, das möchte Gott uns geben. Seine Gerechtigkeit. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und ich vertraue, dass ihr in diesen Tagen der Ermutigung nicht euer Fleisch stärkt, sondern dass euer Fleisch endlich ans Kreuz darf. Und ihr den Herrn Jesus, den Auferstandenen, aufnehmt in euer Leben und eure Bankrotterklärung. Ja, ich möchte euch einfach nur ein kurzes Gebet führen, aber ich werde noch eine Botschaft geben über Glauben, denn der Glaube ist das Um und Auf jetzt. Und zwar der Glaube in den lebendigen Gott, der lebendige Glaube in den lebendigen Gott.
Aber wenn du bereit bist, ein ganz neues Kapitel in deinem Leben anzufangen, für den Rest deines irdischen Lebens, aber auch für den Rest des himmlischen Lebens, ewigkeitswert, dann schließ deine Augen jetzt und bete mir nach. Vater im Himmel, ich bekenne, dass ich mein Fundament gebaut habe auf das, was ich besitze oder nicht besitze. Auf das, was ich kann oder nicht kann. Auf das, zu wem ich gehöre oder nicht gehöre. Ich bekenne, ich habe auf Sand gebaut. Und ich erkenne heute, dass ich vor dir, o Gott, bankrott bin. Und du bist gekommen für die Versager. Und ich tausche heute mein altes Leben mit allen Anstrengungen, mit allem, mit aller Ich-Bezogenheit, mit aller, ja, mit allem Egoismus, tausche ich aus mit dem Leben des Herrn Jesus Christus. Ich bekenne vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass ich mit Christus gekreuzigt wurde, und zwar der alte Mensch. Und ich lasse heute diesen Menschen los ans Kreuz, den Alten. Und ich empfange das Auferstehungsleben Jesu Christi. Ich empfange Jesus Christus als mein Leben. Ich empfange Jesus Christus als einen Neuanfang in meinem Leben. Er ist mein Leben. Und das Leben, das ich jetzt lebe in diesem Körper, in diesem Fleisch, ich lebe aus dem Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt hat und sich für mich hingegeben hat. Herr Jesus, ich komme heute auf den Felsen deines Wortes. Du sagst, wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Ich trete heute ein in ein Leben aus dem Glauben an dein Wort, an dein vollendetes Werk am Kreuz. Es ist vollbracht. Und Heiliger Geist, ich lade dich ein. Durchströme mein Leben, durchdringe mein Leben. Ich bitte dich, gib mir einen Hunger und einen Durst für dein Wort, dass durch nichts mehr gesättigt werden kann, außer durch dein Wort. Hilf mir jetzt, zeig mir jetzt täglich die guten Werke, die du vorbereitet hast, damit ich darin wandeln kann. Herr, ich gebe dir die Kontrolle meines Lebens und ich überlasse dir die Kontrolle, die Verantwortung meines Lebens. Und ich will auf dich schauen, auf dich hören, dir mehr glauben als allem anderen. Und ich danke dir für die Verheißung, dass du das gute Werk, das du in mir begonnen hast, vollenden wirst. Ich vertraue dir, ich glaube dir, ich baue auf dein Wort. Und du kannst nicht lügen und du kannst nicht enttäuschen, die, die dir hundertprozentig vertrauen. Von jetzt ab, Herr Jesus, will ich vertrauen in dein Leben in mir. Shalom, Shalom.